Lieber Herr Bürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In der Tat befinden wir uns in einer Polikrise, die man sozusagen im Singular als die Krise oder auch die Krisenzeit ansprechen könnte. Wir leben in einer Zeit, die sich über die Vorstellung, wir befänden uns in Krisen, die leider richtig ist, selbst steuert. Es gibt also nicht nur Krisen, die miteinander verzahnt sind. Die Klimakrise ist verbunden mit der Pandemie. Die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen sind verbunden mit Herausforderungen für die demokratische Gesellschaft, Chancen und Risiken. Ich bin auch Ihrer Überzeugung, dass die Pandemie uns näher gebracht hat, dass sie also ein demokratischer Übungsplatz war, wie Peter Sloterdijk das ausgedrückt hat. Ich teile sonst keine seiner Überzeugungen, aber das ist trotzdem richtig, auch wenn Sloterdijk gesagt hat. Das heißt, ja, wir sind im Zeitalter der Krisen und Krisenwahrnehmung. Daran besteht kein Zweifel. Und dieses Zeitalter der Krisen und Krisenwahrnehmung ist zugleich ein Zeitalter, in dem wir darüber diskutieren, worin Freiheit eigentlich besteht. Und darum wird es nun im Folgenden gehen, indem ich zunächst spreche über das Thema der sozialen Freiheit. Also ich werde zunächst sagen, worin ich glaube, dass die Idee der sozialen Freiheit besteht und warum Freiheit und Verantwortung, Freiheit und das Soziale nicht nur nicht entgegengesetzt, sondern sogar dasselbe sind. Das wird also die erste These meines Vortrags sein. Freiheit ist das Gesellschaftliche und ihm nicht entgegengesetzt. Das heißt, die Vorstellung, es gäbe individuelle Freiheit und außerdem noch einen Beitrag zur Gesellschaft, ist zutiefst verfehlt und versteht überhaupt gar nicht, was Freiheit ist. Zweitens wird es dann darum gehen, warum Freiheit und Verantwortung an den Sinn des Lebens gekoppelt sind. Ich werde also heute die Frage beantworten, was soziale Freiheit ist, welche Form gelungene Demokratie hat und was der Sinn des Lebens ist. Also ein etwas weniger anspruchsvolles Programm für diese Matinee. Und werde also versuchen, irgendwie auf die Höhe der vor allen Dingen gleich folgenden Musik zu kommen. Als Bonner bei Beethoven haben Sie mich spätestens. Gut, die Idee der sozialen Freiheit. Fangen wir mit einer wirklich ganz elementaren Überlegung an. Das meiste dessen, was Menschen tun, tun sie nur mit anderen. Ja, das haben wir alle erfahren in der Auseinandersetzung mit der Pandemie und den Freiheitsbeschränkungen. Deswegen sind Freiheiten auch Menschenrechte, weil Menschen fundamental prosoziale Säugetiere sind. Fundamental, nicht beiläufig. Fast alles, was wir tun, tun wir nur mit anderen. Wenn sie nur das täten, was sie alleine tun können, würde ihr Leben sehr schnell seinen Sinn verlieren. Daran sehen Sie schon durch diese sehr einfache Beobachtung, dass Freiheit nicht darin bestehen kann, dass sie ihren Eigensinn gegen andere durchsetzen. Das kann nicht Freiheit sein. Ja? Freiheit besteht vielmehr darin, dass sie in sozialen Situationen von anderen herausgefordert werden. Sie spielen Tennis, sagen wir mal, gegen jemand anderen oder treten in einem politischen Wahlkampf an. Dann bedeutet das, dass die anderen auch gewinnen können. Und wäre das nicht so, gäbe es das Spiel überhaupt nicht, an dem sie interessiert sind. Das heißt, das Vorhandensein der anderen im geteilten sozialen Raum ist keine Einschränkung der Ausübung meiner Freiheit, sondern Bedingung dafür, dass ich überhaupt das tun kann, was ich will. Ja, das ist die erste elementare Überlegung, die uns jetzt in das Kerngeschäft der Philosophie führt, wenn wir verstehen wollen, was Freiheit, wenn sie denn soziale Freiheit ist, überhaupt bedeutet. Fangen wir also damit an, was Menschen sind, als, ich hatte ja eben gesagt, prosoziale Säugetiere einer bestimmten Art. Menschen sind freie geistige Lebewesen. Freiheit und Geist hängen dabei zusammen. Geist ist das Vermögen, ein Leben im Licht einer Vorstellung seiner selbst zu führen. Menschen haben Menschenbilder und Natur- und Tierbilder, das heißt Auffassungen davon, wie alles ungefähr mit allem ungefähr zusammenhängt. Ja, das gibt es individuell, wir haben solche individuellen Auffassungen und wir haben kollektiv geteilte Auffassungen. Und wir tun, was wir tun, weil wir diese Auffassung haben. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie wir uns dadurch von anderen Lebewesen unterscheiden. Löwinnen und Löwen diskutieren in der Regel weder, ob sie vegan noch ob sie Feministen werden sollen. Ja? Warum?
weil Löwinnen und Löwen ihr Leben nicht im Lichte einer Vorstellung davon führen, worin Löwe sein besteht. Menschen schon. Übrigens machen das auch keine anderen Primaten. Ich hatte mit Jane Goodall mal eine längere Diskussion über andere Primaten und es gibt Beispiele bei Bonobos und so weiter, wo Alpha-Tierchen umgebracht werden von Frauenhorden. Nicht aber dann mit dem Ziel einer Implementierung von Geschlechtergerechtigkeit, sondern nur um dem nächsten Alpha-Männchen den Platz zu räumen. Ja, das heißt, eine fundamentale Verhaltensänderung im Lichte einer Vorstellung von Gerechtigkeit ist außerhalb des Menschen, des menschlichen Bereiches im Tierreich nicht bekannt. Ja, so, das beantwortet die Frage hinreichend, wodurch sich der Mensch von den anderen Tieren unterscheidet, nämlich durch das, was ich gerade Geist genannt habe. Und Geist habe ich verstanden als das Vermögen, ein Leben im Lichte einer Vorstellung seiner selbst zu führen. Und das ist zugleich auch die Quelle der Freiheit. Denn was wir tun und wie wir es tun im Lichte einer Vorstellung von uns selbst, betrifft die Frage des moralisch richtigen und falschen Handelns. Und menschliche Freiheit kann man mit dem aus Baden-Württemberg stammenden Philosophen Schelling folgendermaßen definieren. Das ist jetzt ein Zitat aus den Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, 1809. Dort sagt Schelling völlig zu Recht, Vordenker der Revolution auch und Nachdenker dann der Revolution 1809 schon, Freiheit ist, Zitat, das Vermögen des Guten und des Bösen. Darunter versteht er zweierlei. Es ist das Vermögen, das Gute und das Böse zu tun und es ist das Vermögen, das die Guten und die Bösen haben. Damit setzt sich Schelling spielentscheidend ab von der Idee, die Immanuel Kant vertreten hatte, frei sind sie nur dann, wenn sie das moralisch Richtige tun. Wenn sie das Böse tun, sind sie unfrei, Knecht ihrer eigenen Begierden. Das war Kants Auffassung. Freiheit ist das Tun des moralisch Richtigen und das Tun des moralisch Falschen ist immer unfrei. Darauf hat Schelling allerdings schon erwidert, und wir sehen in diesen Tagen, wie richtig das ist, dass sie aus freien Stücken, ja, und das heißt auch aus rationalen Gründen, böse sein können. Und das ist, glaube ich, der Schock des 24. Februars und darüber hinaus jeder einzelnen Eskalationsstufe, die Erkenntnis, dass das Böse nicht aus der Politik verschwunden ist. Ja, also dass es nicht immer nur um rationale Verhandlungen geht, im Rahmen spieltheoretisch ökonomisch eingehegter Rationalität, ja, also legitime Interessenskonflikte, sondern dass wir es zu tun haben können mit dem welthistorischen Bösen. Das ist eben auch Freiheit, das Vermögen des Guten und des Bösen. Das heißt, Freiheit ist gekoppelt an Geist und Freiheit ermöglicht einerseits moralischen Fortschritt, großflächig angelegte menschliche Verhaltensänderung, aber eben auch das Tun des Bösen, der Zerstörung und der Selbstzerstörung. Beides ist Freiheit und das ist Teil von Schellings Antwort auf die berühmte Frage der Theodizee: Wie kann es das Böse in der Welt geben angesichts eines guten Gottes? Das ist Schellings Frage, die stellen wir oder viele von uns heute nicht mehr so. Ich möchte sie dennoch bei dieser Gelegenheit in dieser Form stellen, weil Schelling darauf geantwortet hat schon, ja, wenn Gott uns nicht dieses Vermögen gegeben hätte, sagt Schelling, wie könnte er dann gut sein? Ja, dieses einfache Gedankenexperiment mit oder ohne Gott soll belegen, dass Freiheit eben darin besteht, zuzulassen, und zwar in einem bestimmten Spielraum, dass nicht immer das moralisch Richtige getan wird. Zu sozialer Freiheit, und ich komme gleich darauf im Einzelnen beim Thema Verantwortung, zu sozialer Freiheit gehört es, nachsichtig zu sein in einem bestimmten Maße mit Normverletzungen. Ja, das heißt, in einer Demokratie drücken wir deswegen Normen zwar mit Sanktionen und so weiter durch, ja, aber jede Einschränkung unserer Menschenrechte muss bei uns diskutiert werden und schnellstmöglich aufgehoben werden. Das ist übrigens auch in der Covid-19-Situation aus meiner Sicht weitgehend gelungen, weswegen wir bisher auch ohne Demokratieschaden, ohne erheblichen Demokratieschaden, da durchgekommen sind, durch eine ausgesprochen schwierige, politisch-demokratisch schwierige Situation. Die Demokratie hat aus meiner Sicht in Deutschland tatsächlich keinen Schaden genommen durch die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, ist vielleicht sogar stärker geworden, dadurch, dass jeder Einzelne von uns
ja, ein Bewusstsein davon erlangt hat, was es heißt, ein freies geistiges Lebewesen zu sein und in den einzelnen Alltagsentscheidungen, wen besuche ich, unter welchen Bedingungen, mit welchem Symptom oder nicht, wie oft getestet, wie oft geimpft. Ja, das heißt, wir haben das ja alle durchgespielt in den verschiedensten Varianten. Und was wir dort durchgespielt haben, so die These meines ersten Teils, ist das Wesen sozialer Freiheit. Deswegen war es tatsächlich ein demokratischer Übungsplatz, weil Demokratie, und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, Freiheit und Verantwortung, weil Demokratie nicht nur eine Serie von Verwaltungsakten ist, ja, das ist auch das ist selbstverständlich Demokratie, also eine Governance-Form, sondern Demokratie ist ein Wertesystem, und zwar das folgende. Der liberale, und ich betone das Wort, und zwar nicht als parteipolitisches Programm, liberal sind wir alle, als der liberale demokratische Rechtsstaat. Ja, darum geht es. Es geht nicht bloß um die Verwaltungsakte der Demokratie, die haben sie auch in Russland und die haben sie auch in China, es sind formal Demokratien. Ja, und das Deutsche Reich unter Adolf Hitler war auch eine Demokratie, ja, in diesem Sinne. Ja, es geht nicht bloß um die Verwaltungsakte und eine bestimmte Besetzung von Posten, wenn wir den Wert der Demokratie schätzen, sondern es geht um den liberalen demokratischen Rechtsstaat. Und das heißt, es geht um die Auseinandersetzung mit sozialer Freiheit. Und ein liberaler demokratischer Rechtsstaat ist einer, der jede Form, ja, von Beschränkung der Spielräume der Einzelnen, ja, immer nur im Hinblick auf die Frage vornehmen darf, ob es moralisch richtig ist, solche Einschränkungen vorzunehmen. Ja, wenn Menschen Squash spielen wollen, ist das kein Problem. Ja, dem demokratischen Rechtsstaat, Liberalen, ist völlig egal, ob Leute Squash oder Tennis spielen. Wenn sie aber nur dann Squash spielen können, wenn sie beim Eingang zur Squashhalle jemand anderen schlagen, ja, dann kommt der demokratische Rechtsstaat und sagt, das geht nicht. Ja, das ist nicht legitim. Und die Funktion des liberalen demokratischen Rechtsstaates besteht darin, unserer sozialen Freiheit eine institutionelle Form zu geben, ja, dadurch, dass wir uns etwa Gesetze geben. Ja, in der Form einer repräsentativen Demokratie geschieht das anders als unter anderen Formen der Verwaltungsakte, aber das ist das Wesen des liberalen demokratischen Rechtsstaates, die konkrete Ausgestaltung sozialer Freiheit. Nun ist es allerdings so, und das haben wir in der Pandemie erlebt und das leben wir jetzt in der Energiediskussion und sowieso in der lange nicht verschwindenden Klimakrisendiskussion, die erst begonnen hat. Ich war bis gestern Morgen noch in den USA, da tobt ein Sturm, wie wir ihn uns hier zum Glück gar nicht vorstellen können, in Florida, was in New York übrigens niemanden interessiert hat. Ich habe genau nullmal über die Situation in Florida mit irgendwem gesprochen. Schon deswegen, weil die New Yorker denken, das verdienen die in Florida. Aber also ich hatte überhaupt keine solche Diskussion, das war schon bemerkenswert. Und auch bemerkenswert, alle Diskussionen, die ich geführt habe, auch teilweise auf hochkarätiger Tech- und Politikebene, in keiner Diskussion in den USA kam die Klimakrise vor. Das ist politisch weitgehend irrelevant, trotz der Erfolge der beiden Administration, ist aber dennoch auffällig, den Unterschied zu sehen zwischen der europäischen, vor allen Dingen auch deutschen Debattenlage und der globalen Debattenlage. Ja, es gibt auch in der amerikanischen Wahrnehmung, wird der Zusammenhang zwischen russischem Angriffskrieg und der Umgestaltung natürlich unserer Energiewelt kaum beobachtet. Das ist nicht das relevante Thema. Bei uns hingegen ist das eigentlich, und zwar zu Recht, der Fokus der Analyse der Gemengelage. Ja, das hat alles auch selbstverständlich mit der Umstellung unserer Energiewirtschaft zu tun und damit wiederum mit sozialer Freiheit. Wie viel, werden wir uns im Winter fragen, ist verträglich, soziale Freiheit? Was können wir uns zumuten? Und hier möchte ich einen konkreten Vorschlag machen. Ich habe das auch mit einigen Akteuren besprochen, die sitzen ja in Bonn, Bundesnetzagentur. Sagen Sie, bitte geben Sie das weiter, auch im Bundestag, 19 Grad ist falsch. Sagen Sie 20 Grad. Ja, das eine Grad, jetzt wird man sagen, das eine Grad bewegt viel. Das ist richtig, quantitativ. Das eine Grad bewegt viel. Aber im Bundesstaat New York und nicht nur dort, weltweit, das wird ja viel diskutiert, gelten 20 Grad als Menschenrecht. Ja, und 20 Grad klingt anders. 20 Grad ist optimistisch. Das klingt für Deutsche wie Sommerurlaub. Ja? Sagen Sie aber 19 Grad, ist das Corona-Sadismus. 19 Grad ist sozusagen Karl Lauterbach in der Energiepolitik und ich würde davon abraten. Ja? Ich meine das also ganz ernst, auch wenn das ein bisschen amüsant ist. 20 Grad muss das Ziel sein. Schrauben Sie woanders. Wieso diskutieren wir in Deutschland nicht die Frage Solidarität mit der Ukraine? Wissen Sie, was das Internet
ja, oder jede einzelne Suchanfrage an Energie produziert. Stellen Sie sich mal vor, wir würden die Anzahl von Suchanfragen reduzieren oder die Internetgeschwindigkeit drosseln. Damit können Sie mehr erreichen als mit dem 1 Grad unter Umständen und dafür haben die Menschen 20 Grad. Ja, und ich führe das als Beispiel dafür an, wie aus meiner Sicht eine ethisch begründete politische Debatte zu führen wäre, indem wir durchaus völlig konkrete Fragen beantworten, 19 oder 20 Grad, aber in Rechnung stellen, dass der Sadismus, den wir uns in der Corona-Pandemie angewöhnt haben als Sanktionsbedingung, dass wir den jetzt wieder loswerden. Ja? Das brauchen Sie nicht. Sie müssen nicht immer wieder die Inszenierung der Robert-Koch-Instituts-Pressekonferenz haben. Das tut der Gesellschaft auf Dauer nicht gut, weil, und damit komme ich zum Thema Verantwortung, weil die Krisenzeit nicht bald endet. Wenn wir uns mal schnell in Form bringen müssten, um eine Pandemie zu bewältigen, und dann wäre ja auch alles wieder gut, wir schnappten zurück in das vorige Format der Freiheit, dann kann man sich das erlauben, ja, Lothar Wieler wöchentlich Einschränkungen verkünden zu lassen. Ja. Das hat ja auch einen gewissen Charme gehabt, also auf eine bestimmte Weise, und war notwendig. Aber dauerhaft können wir nicht von einer Demokratie zu einer Phobokratie werden, das heißt zu einer Selbststeuerung über Angst, Phobos griechisch. Eine Phobokratie wäre die Idee, dass wir uns über Angst steuern. Die richtige Antwort auf eine Krise, auch ob das eine individuelle oder kollektive ist, ist nicht die Angst. Ja? In jeder Krise haben wir Angst, in jeder individuellen Lebenskrise haben wir Angst und empfinden wir Angst. Aber wir müssen durch eine Entscheidung, und Krise heißt Entscheidung auf Griechisch, krinein, entscheiden, wir müssen durch das Treffen von Entscheidungen ja aus Krisen herauskommen, um eine neue Form sozialer Freiheit zu erlangen. Und darum geht es, langfristig. Das ist keine Sache von ein und zwei und auch nicht von drei Jahren. Und im Übrigen wird das auch nicht der einzige Winter. Ja, dieser Winter wird glimpflich verlaufen. Und der nächste Winter ist das Problem. Und wenn wir jetzt wieder, wie in der Pandemie, mit falschen Versprechungen kommen, ja, im Sommer ist gut, und dann sehen wir, es geht jahrelang weiter. Übrigens war das vorhersagbar. Die ersten richtig guten Modelle, die man hatte aus Harvard, haben alle gesagt, um 2023 herum pendelt sich das Phänomen aus. Das hat Karl Lauterbach übrigens in den ersten Talkshow-Auftritten völlig richtig gesagt. Ja, das wussten wir. Und in der Energiekrise, auch da sollten wir uns, Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die Erkenntnis der Wahrheit zumuten. Das ist nicht eine Sache eines Winters, sondern mehrerer Winter. Und das bedeutet, dass wir anders, langfristig, nachhaltig mit dieser Energieumstellung umgehen müssen, die ein massives Thema ist. So, das also ein konkreter Hinweis. Jetzt abschließend zum Thema Sinn des Lebens und Verantwortung, wie angekündigt. Menschen, hatte ich gesagt, sind freie geistige Lebewesen, das heißt Lebewesen, die ein Leben im Lichte einer Vorstellung ihrer selbst führen und dadurch das Vermögen des Guten und des Bösen haben. Wir können das Gute tun und das Böse tun. Was sind aber das Gute und das Böse? Nun, das Gute ist philosophisch gesehen das, was wir unbedingt tun sollen und das Böse ist das, was wir unbedingt nicht tun sollen. Was wir unbedingt tun sollen, ist etwas, was wir tun sollen, lediglich insofern wir Menschen sind. Ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel für das Gute. Sie sehen, wie ein Kind in flachem Gewässer zu ertrinken droht, ja, vor Ihren Augen. Es besteht keine Gefahr für Ihr eigenes Leben, wenn Sie das Kind retten. Nicht, Sie müssen es nur tun. Sie sind selber nicht eingeschränkt und so weiter. Also die Voraussetzung ist, Sie gehen gerade da entlang und Sie sehen, wie das Kind zu ertrinken droht in völlig flachem Wasser. Was sollen Sie tun? Na, das Kind retten. Wenn Sie den kategorischen Imperativ, die Bibel oder den Koran, erst konsultieren müssen, um sich zu fragen, was sie tun sollen, dann ist das, wie der amerikanische Philosoph Bernard Williams gesagt hat, ein Gedanke zu viel, one thought too many. Ja? Das heißt, ja, sie sehen sofort, was sie tun müssen, das Kind retten. Ja? Sollten sie mit Iskander-Raketen Wohngebiete in der Ukraine bombardieren? Schwierige Frage. Natürlich nicht. Ja? Weil es das Böse ist. Warum sollen sie das nicht tun? Ja, weil sie eine Grundlage jeglicher menschlicher Zivilisation gefährden. Ja, es gibt überhaupt kein Szenario, in dem das gerechtfertigt sein kann. Und deswegen ist es das Böse. Es gibt keine Rechtfertigung, rationale Rechtfertigung für ein solches Tun. Keinerlei. Ja, deswegen kriegen wir auch keine rationale Rechtfertigung aus dem Kreml,
sondern die Fratze des Bösen. Das ist, was wir am Freitag gesehen haben. Der Bürgermeister hat es eben für mich angesprochen. Es war das Gefühl der 30er Jahre oder wie man es sich heute vorstellt. Und das ist auch eine angemessene Beschreibung, weil wir die Fratze des Bösen gesehen haben. Und das ist etwas anderes als ein Interessenskonflikt. Wir befinden uns nicht in einem Interessenskonflikt mit der Russischen Föderation, sondern in einem Ausbruch des Bösen. Das ist ein ganz anderes Szenario als die Verhandlungsszenarien, die wir ansonsten kennen. Ja, und damit wird, und darauf komme ich nun, der Sinn des menschlichen Lebens selber in Frage gestellt, denn ich bin der festen Überzeugung, dass der Sinn des menschlichen Lebens darin besteht, dass wir beauftragt sind, und zwar mit oder ohne Auftraggeber. Ja, Sie brauchen keinen Auftraggeber für das, was ich sage. Das geht völlig ohne Gott. Das können Sie jetzt einsetzen, wie Sie wollen. Es ist ja Feiertag und so weiter. Und Sie können jetzt Gott einsetzen, wie Sie wollen, oder auch nicht. Ich bin Philosoph, ich brauche an dieser Stelle keinen Gott. Ja, je n'ai pas besoin de cette hypothèse, wie Laplace auf Napoleon, von Napoleon gefragt, geantwortet hat. Ich bin nicht Atheist, ich brauche aber an dieser Stelle keinen Gott. Mit oder ohne Auftraggeber ist der Sinn des menschlichen Lebens, besteht darin, dass wir den Auftrag haben, das Gute zu tun. Ja, und zwar, warum, wird man jetzt fragen, weil wir die einzige bekannte Lebensform sind, die das Gute überhaupt erkennt. Einfach nur deswegen. Ja, warum sollen Sie glauben, dass 7 plus 5 gleich 12 ist? Weil es so ist. Warum sollen Sie das Gute tun? Weil das Gute durch seine Definition das ist, was Sie tun sollen. Wer noch ein weiteres Argument braucht, um das Gute zu tun, das ist das One-Thought-to-Many-Argument von eben, also ein Gedanke zu viel, der verlangt eine Rechtfertigung, wo keine mehr gegeben werden kann. Ja? Sie können den Sinn des Lebens, nämlich dass wir das Gute und das Böse tun und institutionell verwirklichen können, das können Sie nicht mehr weiter rechtfertigen. Es handelt sich hier um eine Kontaktaufnahme mit dem Absoluten. Ja? Was ist das Absolute? Das, was nicht relativ ist. Das ist seine Definition. Ja? Was ist nicht relativ? Das Tun des Guten. Das Gute ist das moralisch Notwendige, genauso wie das logisch Wahre das logisch Notwendige ist. Ich kann nicht sowohl hier als auch nicht hier sein, das geht gar nicht. Und das Gute kann nicht das Falsche sein. Das ist aber nicht leicht einzusehen, weil wir uns angewöhnt haben in der Moderne, nach einem weiteren Argument zu fragen für das, was wir tun sollen. Ja, wir erkennen, was wir tun sollen und verlangen ein weiteres Argument. Ja, da gibt es aber kein weiteres Argument. Der Sinn des Lebens besteht darin, die Sicht auf das Gute freizuräumen. Und jetzt wird es schwieriger. Damit ist nicht gesagt, dass das Finden des Guten und das Vermeiden des Bösen einfach ist. Und genau deswegen ist aus meiner Sicht der liberale demokratische Rechtsstaat eine in der Substanz des Menschseins überlegene Staatsform. Warum ist das so? Weil die Funktion des liberalen demokratischen Rechtsstaats darin besteht, dass wir Dissens und Konsens managen. Ja? Die Debatte gehört zum liberalen demokratischen Rechtsstaat, weil wir nur so herausfinden können, was wir tun bzw. unterlassen sollen aus moralischen Gründen, dass wir mit anderen reden, die wir sonst gar nicht kennen. Das berühmte Minderheitenschutz- und Opferargument, das wir im Moment im emanzipatorisch progressiven Diskurs erleben, ist insofern ganz richtig. Ja? Wenn etwa der Philosoph Aristoteles in der Antike glaubte, Sklaverei sei nicht nur moralisch gut, sondern sogar geboten. Aristoteles Argument war, wie soll er sonst als Philosoph in Ruhe arbeiten, wenn er keine Sklaven mehr hat. Es leuchtet mir zwar einerseits ein, andererseits aber bin ich trotzdem gegen die Sklaverei. Aristoteles hat aber nicht die Sklaven gefragt. Ja? Das heißt, oder in Zeiten, in denen es noch kein Frauenwahlrecht gab, schrecklich, unvorstellbar heute. Ja? Aber warum haben wir gedacht, das wäre, also ich nicht, ich lebte da nicht, warum konnte man denken, das ist in Ordnung in einer Demokratie? Und eine kleine Wolte, und damit komme ich zur Konklusion, ich halte es für moralisch genauso unvertretbar, dass wir kein Kinderwahlrecht haben, wie es moralisch unvertretbar war, dass wir kein Frauenwahlrecht hatten, als wir noch keines hatten. Ich halte es für einen schweren moralischen Makel unserer Demokratie, dass wir das noch nicht haben. Und in der Pandemie ist das durchgeschlagen als Problem. Ja? Und Klima ist ein ganz eigenes Thema. Künftige Generationengerechtigkeit, wir diskutieren das oft so, als ginge es um die noch nicht Geborenen. Ja? Nein, es geht um die, die schon anwesend, aber nicht angemessen repräsentiert sind. Ja? Das heißt, Kinderwahlrecht halte ich für moralisch geboten,
Und das wäre etwas, worüber wir jetzt diskutieren müssten. Nicht? Wenn es jetzt weiterginge, wenn ich einen Kinderwahlrechtsvortrag gehalten hätte, dann würden Sie jetzt Einwände heben, sagen, ja, nein, die Expertinnen und Experten von Ihnen, was sind die legalen Rahmenbedingungen, warum haben wir das nicht und so weiter, würden jetzt also in den demokratischen Diskurs einsteigen, mit dem Ziel aber herauszufinden, was richtig ist. Ja? Und da wäre meine Position, ich glaube, Recht zu haben, aber Sie können mich korrigieren. Sie können sagen, nein, Herr Gabriel, da haben Sie was übersehen mit dem Kinderwahlrecht. Ja, Ihre Gründe sind nicht gut genug. Denn der liberale demokratische Rechtsstaat gibt uns die folgende Arena. Und das ist großartig. Und das möchte ich, dass wir das heute auch gemeinsam miteinander feiern. Der liberale demokratische Rechtsstaat sichert das Spiel des Gebens und Verlangens von Gründen ab, wie wir das in der gegenwärtigen Philosophie nennen. Denn, und damit schließe ich, Verantwortung heißt, ja, teilzunehmen am Spiel der Rechtfertigung, im Spiel des Gebens und Verlangens von Gründen und offen zu sein dafür, dass andere anders antworten. Oder wie der Philosoph Hans-Georg Gadamer in Nähe zu diesem Standort in Heidelberg zu sagen pflegte, Ethik heißt, der andere könnte Recht haben, auch wenn ich Recht habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Professor Dr. Gabriel, ich habe ja gesagt, Sie werden das Thema soziale Freiheit ergründen, erklären und uns für uns auch ein Stück weit greifbar machen. Und ich glaube, das ist Ihnen ganz wunderbar heute gelungen. Und gerade, was Sie am Ende gesagt haben, dass es den politischen Diskurs geben muss, das erleben wir hier in Rastatt, glaube ich, auch immer, auch auf kommunaler Ebene ein sehr guter Diskurs, wo unterschiedliche Meinungen zugelassen werden. Und das war auch für mich immer so dieses Verrückte in der Pandemie, als es dann von einer Merkel-Diktatur oder so die Sprache war, sondern tatsächlich, dass man hier natürlich auch die Widersprüche lebt. Bei einem Punkt muss ich Ihnen jedoch widersprechen. Auch wenn ich die 20 Grad durchaus sympathisch finde, ich glaube, wir hätten diesen Sommer hier in Rastatt die 20 Grad im Sommer ab und zu uns gewünscht. Da waren es nämlich immer 40 Grad. Ja, eben. Also nochmal herzlichen Dank, danke, dass Sie gekommen sind.